So, das Feld setzt sich in Bewegung, angeführt von Sascha Glatter. Dann Martin Fuhrmann, Jonas Steffens, Marco Sauber auf der 4, auf der 5 Kim Strohmann, auf der 6 René Reiterer, auf der 7. Position Gunnar Miesen, auf der 8 Felix Heinen, auf der 9. Position Frank Lehmann, dann Tobias Marz, Jochen Bendermacher, Carsten Schulze, Jürgen Münch, Luca Borngesser, Jürgen Hurtig haben wir dann auf der 15. Position. Dann geht es weiter auf der 16 mit André Eisenhut, Kurt Kub, Uwe Grunenberg und Marco Langer sowie Sascha Lagler auf der 20. Position. Der ist sehr spät erst irgendwie jetzt dazugekommen, habe ich das Gefühl. Also das sind die 20, so wie sie hoffentlich gleich an den Start gehen werden. Auch wenn unten steht, dass Uwe Grunenberg irgendwie noch angeblich in der Box ist. Dem Ganzen wollen wir natürlich mal eben auf den Grund gehen. Ja, angeblich ja, aber er scheint hier zu fahren. Auch nicht schlecht. Mal abwarten, ob das sich gleich noch aktualisiert hier, sonst müssen wir es nämlich gleich ausblenden. Wie gesagt, das ist auch unser erstes Rennen mit diesem Tool. Wir werden jetzt auch die Timings hier ausblenden und dann wird es ins Rennen gehen. Also, vorne rechts, wo haben wir ihn? Vorne rechts, Sascha Glatter, dann Martin Fuhrmann. Und los geht's. Und guter Start von Glatter. Fuhrmann versucht es auf der Außenseite, aber nein, das reicht nicht. In der ersten Kurve bleibt Glatter vor Fuhrmann. Dahinter qualmt es schon, da drehen sich schon ein paar weg. Und das dürfte gewesen sein Heinen und Tobias Marz. Aber vorne ist es noch Glatter vor Fuhrmann. Und wir schauen natürlich gleich, was da passiert ist. Ja, einige Positionswechsel jetzt hier. Also, da weiß man ja gar nicht, wo man hinschauen soll. Oh ja, natürlich. Marco Saupe vorgefahren auf die 3. Position. Ist vorbeigegangen an Kim Strohmann. René Reiterer auf der 6. Dann auf der 5. Gunnar Miesen auf der 6. Bendermacher geht vorbei an Lehmann im Hintergrund. Ja, aber Lehmann hat einen Gegenkonter gesetzt und Jochen Bendermacher jetzt wieder auf der 9. Kurt Kub hat sich auf Platz 12 vorgefahren. Und ja, Tobias Marz, der hat wohl da federn lassen müssen. Ja, wir schauen jetzt gerade mal. Hier haben wir Tobias Marz. Ob wir das Ganze hier im Replay reinbekommen, da müssen wir leider ein bisschen weit zurückspulen. Was ist denn da passiert? Der hat ja einige Plätze verloren. Der war ja auf Platz 9 ist er gestartet. Ja, da gab es auch schon mal eine Kollision. Jetzt spulen. Ja. So, jetzt sehen wir hier den Auslöser der Kettenreaktion, würde ich fast sagen. Das ist Felix Heinen, der hier kollidiert mit Jonas Steffens. Und ja, Tobias Marz kann hier nicht mehr ausweichen. Ja, und die spielen Karussell. Das sind die drei, die involviert waren hier im Startunfall. Aber Marz schon wieder auf die. Schauen wir mal, wo ist er vorgefahren? Noch nicht in den Top 15. Ne. 17, glaube ich, ist er aktuell. Doch, auf 15 ist er jetzt. Jetzt gerade auf 15 vorgefahren. Während Sascha Glatter vorne mal wieder sich absetzen kann. Aktueller Vorsprung 2,2 Sekunden auf Martin Fuhrmann. Das muss man sich mal reinziehen. Der muss jetzt da ein bisschen kämpfen. Aber
Auch er hat eine ja, etwas größere Lücke. Dahinter ist es nämlich Kim Strohmann. Hier im Duell mit Marco Saupe. Und Strohmann schnappt sich wieder die vierte Position, wenn ich das richtig sehe. Nein? Nee. Doch, ist auf der 4. Er war dran an der dritten Position, so rum. Und dahinter ist es René Reiterer auf der 5, gefolgt von Gunnar Miesen. Die beiden SRD-Fahrer auf den Plätzen 5 und 6. Ja, René, der muss heute zeigen, was hier geht, weil der findet das Auto ganz toll. Fahren jetzt hier auch gerade onboard mit bei René Reiterer. Ne, bei Gunnar Miesen, so rum. Ja, und Tobias Marz ist an Luca Baumgässer vorbei. Ja, hat damit die 14. Position übernommen. Wir sehen es hier. Vielleicht kriegen wir das Ganze im Replay rein. Ne, da war er schon vorbei an dieser Stelle. Hier sehen wir es. Ja, und damit hat er sich ein bisschen nach vorne Tobias, fahren Tobias können. Ist am Angasen, jetzt auf der 13. Ja, auf der 13. Position hat sich, wie gesagt, Luca Borngesser geschnappt. Und Felix Hein, der ebenfalls in dem Unfall involviert war, auf der 12. Position. Also richtig verloren haben sie es nicht. Haben sie nicht. Da hat es nämlich kurz nach ihrem Dreher nochmal gerappelt. Und die haben wieder ein paar Positionen gut gemacht. Das auf jeden Fall der führende Sascha Glatter. Dahinter Martin Fuhrmann. Jetzt schon mittlerweile mit 2,8 Sekunden Rückstand. Dann ist es Marco Saupe, René Reiterer, der vorbeigegangen ist an Kim Strohmann. Der hat einen Platz verloren. Und Lagler vorbei an Coop. Wir haben es gerade rechts eingeblendet gesehen. Bei Kurt Coop muss irgendwas passiert sein, weil der war eben noch in den Top 15 gewesen. Ich meine irgendwo Platz 12 und jetzt ist er hinten. Ja, wir schauen uns das gleich mal an. Wo er denn gerade platziert ist. Hier haben wir Kurt Coop und wir schauen, was da passiert ist. Na, es ist schon ein bisschen her. Hier sehen wir Kurt Coop neben der Strecke. Ja, sieht aus, als wenn der Wagen einfach klassisch hier ausgebrochen ist, nachdem er zu sehr über den Curb ist. Ja, und das hat ihn jetzt etliche Plätze gekostet. Ich gebe ihm jetzt den Spitznamen Curb Coop. Das hat die Position gekostet und demnach jetzt am Ende des Feldes muss er sich wieder nach vorne arbeiten. Oh, auch hier haben wir gerade gesehen, Fuhrmann etwas von der Strecke abseits gekommen. Und hier fahren wir onboard mit bei Marco Saupe, aber ja, das sieht gut aus. Auch Saupe kann sich hier ein bisschen absetzen von René Reiterer. Und Kim Strohmann wird hier weiter durchgereicht. Also Kim Strohmann nur noch auf der 7. Position. Was ist da passiert? Sehen wir da vielleicht auch nochmal, was da los war? Ne, da ist es auch schon passiert. Also er wurde ja auch überholt. Anscheinend mit Fahrfehler. Schauen uns jetzt hier mal eine Szene an von Carsten Schulze, der auch ein bisschen abseits neben der Strecke war, heißt es zumindest hier, aber es sieht zumindest hier nicht so aus. Doch hier kommt er weit raus, aber das war es dann auch schon. Ja, bei Strohmann drauf auf der 7. So, und da meldet sich auch mein Lifetiming zurück. Ha. Echt? Du hast dein Lifetiming jetzt, wieder? Jetzt das wäre natürlich rund. Super. So, wenn jetzt können wir Feuer geben. Also, yeah. René Reiter hängt auf Platz 4 hinter Marco Saupe. Da könnte es gleich zum entscheidenden Positionswechsel kommen. Genauso wird auch Gunnar Miesen unter Druck gesetzt, langsam von Kim Strohmann. Ja, also Strohmann ja eindeutig eigentlich schneller. So, jetzt sehen wir hier aber gerade René Reiterer. Der ist dran an Saupe. Also der konnte jetzt sich wieder sowas von ranfahren. Hat Saupe vielleicht einen kleinen Fahrfehler gemacht. Auf jeden Fall René Reiterer dran an der 3. Position. Fahren hier onboard gerade auch wieder bei ihm mit. Wir sehen es hier, ja. Er versucht sauber durch die Kurven zu fahren, aber das Fahrzeug doch sehr unruhig. Also da kommt das Heck schnell rum. Ja, Carsten Schulze auf Platz 9
greift jetzt nach Jochen Bendermacher und Frank Lehmann hängt auch direkt dahinter. Wenn wir hier einen Dreher sehen von Kurt Krug, glaube ich, am Ende des Feldes, hat er hier sich nochmal gedreht. Nochmal, was da passiert ist. Nein, da ist er sauber durch. Ja, unser Tool veräppelt uns hier doch nochmal ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also hier aber Reiterer dran. Wie gesagt, an Saupe, aber es reicht noch nicht, um irgendwie einen Angriff starten zu können. Doch, Saupe kommt da weit raus an der Stelle. Und jetzt hier vielleicht vor der Schikane der Versuch zu überholen. Nein, das reicht nicht. Oh, jetzt hier vielleicht innen rein. Schöner Angriff, das hat er schön gemacht, genau. Sauber, und René Reiterer übernimmt die dritte Position damit. Aber jetzt muss Saupe auch aufpassen, denn der hat auch noch Jonas Steffens, seinen Kollegen von VR, im Nacken. Jetzt fahren sie hier zu dritt wie an der Perlenkette über Startziel. Das ist Windschattenfahren par excellence. Eisenhut vorbei, wir haben es gesehen, an Langer war das, glaube ich. Also René hat hier doch eine schnellere Pace als Marco Saupe. Während vorne Sascha Glatter und Martin Fuhrmann auf und davon sind, wobei Sascha Glatter definitiv auf und davon ist, das kennen wir ja schon, das hat er auch im Honda gemacht. Ja, der Abstand 6 Sekunden. Felix Hein war an der Box, wenn ich das richtig gesehen habe. Und fährt jetzt wieder raus. Ja, das kann natürlich sein, dadurch, dass er in einem Unfall verwickelt war. Also er wurde ja da von Tobias Marz getroffen. Und wir sehen jetzt hier aber Saupe nochmal mit dem Angriffsversuch auf René Reiterer. Das ist zurzeit mit das spannendste Duell hier um Position 3. Gunnar Miesen vorbei an Kim Strohmann. Dahinter geht's auch zur Sache. Also Kim Strohmann wieder auf der 7. Position. Wir schauen uns das Ganze hier an. Jetzt vielleicht hier im Replay. Genau, wir haben es jetzt hier im Replay drin. Da kommt Gunnar weit raus. Aber schnappt sich hier Kim Strohmann und geht vorbei und übernimmt die 6. Position. Ja, und Sascha Lackler auf der 18 hängt dem Marco Langer da im Getriebe und ist gerade dran vorbeigegangen. Ja, in dem Moment sehen wir es hier, gleiche Stelle, wie es auch gerade Gunnar Miesen mit Kim Strohmann gemacht hat. Dann haben wir Marco Langer, wie gesagt, auf der 19, auf der 20. Kurt Krug wieder in Schwierigkeiten und wieder am Rasenmähen. Ja, scheint wohl nicht sein Tag zu sein. Jetzt mal rückwärts, vorwärts. Na, da wird er schon überrundet. Und zwar von, wenn ich das richtig sehe, Sascha Glatter und Martin Fuhrmann. Die schon jetzt vorbei. Dann kommt der Rest der Meute. Das sind, wie gesagt, die Führenden. Jetzt kommt René Reiterer hier an und der hat dann gleich Kurt Krug vor sich, der hier auch schon wieder irgendwie im Rasen rumspielt oder im Sand. Wir haben es da stauben sehen im Kiesbett. Das Ganze aber gut gegangen. Jetzt kommt er da auf die Strecke zurück. Also ich weiß nicht, was da los ist, ob er da irgendwelche Probleme mit seiner Hardware hat. Das sieht auf jeden Fall sehr merkwürdig aus. Jetzt hier aber nochmal über Startziel mit René Reiterer, der ja jetzt Jonas Steffens im Genick hat, denn da gab es einfach mal einen teaminternen Tausch. Steffens vorbei an Saupe und der versucht es jetzt hier gerade außenrum an René Reiterer, aber nein, lässt sich da nur mal blicken. Ja, derweil hat sich Tobias Marz auf Platz 12 vorgeschoben und kann sich da direkt vom Jürgen Münch absetzen. Genau, also man muss sagen, Tobias Marz hier, glaube ich, mit die meisten Positionen gut gemacht im hinteren Feld. Wie gesagt, hat jetzt vor sich Felix Heinen, derjenige, der mit in dem Unfall involviert war. Das ist, der ist auf der 11. Position. Carsten Schulze auf der 10, nur in Anführungszeichen. Wir gehen gleich die Position nochmal natürlich durch. Hier warten wir jetzt nochmal ab, was hier passiert vor der Schikane. Bevor es wieder auf Start und Ziel geht. Ja, Rundenzeiten recht kurz. Wir sind hier im 1.15er Bereich. Hier passiert jetzt gerade nichts. Also gehen wir weiter durch.
Jonas Steffens auf der 4, Marco Sauper auf der 5. Frank Lehmann, Carsten Schulze, Platz 9 und 10. Ja. Da ist es gerade eng. Hier sehen wir Gunnar Miesen auf der 6, auf der 7, Kim Strohmann auf der 8, Jochen Bendermacher, bester P1-Fahrer, wenn ich das richtig sehe. Auf der 9. Position, du hast es gerade angesprochen, Markus, Frank Lehmann im Duell mit Carsten Schulze. Und das ist aber ein, wenn ich so sage, oh, da kommt er, oh, und überschlägt sich sogar. Da überschlägt sich Unfall, Frank Lehmann. Unfall. Abbruch, Abbruch. Nein, das sagt immer jemand anders. Aber, und hier auch nochmal herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Freestyle-Wettbewerb des Community Cups. Das ist Frank Lehmann und er kriegt glatte 10 Punkte für diese Einlage. Wir schauen uns das Ganze jetzt hier nochmal an. Was passiert? Also er verliert den Wagen. Er verliert ihn, kommt dann hier über diesen Sausage-Curb quasi. Ja, macht dann einen 360 to Nose Grind in den Himmel, wie auch immer. Und kommt dann jetzt hier nochmal auf den Curb. Super Einlage. Kommen Sie ran, die nächste Fahrt geht rückwärts. Perfekt. Also für uns schon der Gewinner des Tages, Frank Lehmann, zurückgefallen auf die 14. Position. Zumindest der Wagen scheint noch zu fahren. Ja, damit sind natürlich alle jetzt da vorbeigegangen. Tobias Marz damit auf der 11. Position. Und wo ist Felix Hein? Der ist nur auf der 12. Also da ist auch was passiert. Jürgen Münch auf der 11. Und Felix Heinen nur in Anführungszeichen auf der 12. Position. Der war vorhin 11. Tobias Marz hat da mal satte 2 Plätze gut gemacht. Dann Luca Borngesser auf der 13. Du sagst es, der ist ja vorher noch nicht hier gefahren. Generell ja, mit RF2. Richtig. Der hat sehr, sehr wenig Vorbereitungszeit gehabt. Vor 2 Tagen überhaupt erstmal mit R-Faktor 2 angefangen. Dann das nächste Duell. Natürlich jetzt unser Stuntman Frank Lehmann. Und dahinter haben wir Jürgen Mutig auf der 15. Position. Jürgen für, wir sehen es hier, für SRD am Start. André Eisenhut auf der 16. Position. Nicht ganz so stark unterwegs wie im Honda. Dahinter ist es dann. Wen haben wir denn da? Hinterm André Eisenhut haben wir den Sascha Lackler. Genau, den Sascha. Ich konnte es gerade nicht erkennen. Und natürlich noch Uwe Grunenberg. Also, wenn ihr denkt, ach, der kann nicht lesen, hat keine Brille auf, dadurch, dass wir natürlich hier ein paar Performance-Probleme von der Verbindung her haben, ist unser Bild, was wir bekommen, auch nicht wirklich astrein. Ziemlich klein und deswegen hängen wir hier schon mit der Nase vor den Pixeln und versuchen da einen Namen zu entziffern. Kurt Kupp auf der 19. Position und... Ja, Marco Langer mit Boxenstopp auf der 20. Auf der 20. Also er schon in der Box, hat sich da vielleicht auch reparieren lassen, Fragezeichen. Kann man jetzt nicht so sagen. Also es wäre auf jeden Fall ziemlich früh für einen Boxenstopp, um da irgendwie Reifen zu wechseln oder nachzutanken. Ja, so. Immer bitte auf die 4 und auf die 5. Genau, da sind wir auch gerade. Da war auch schon gerade der Positionswechsel. Jonas hat sich vor René schieben können. Ja, nicht nur Jonas hat sich vor René schieben können, auch Marco Saupe ist jetzt wieder auf der 3. Der ist vorbeigegangen an René Reiterer und auch an Jonas Steffens. Und René hat da mal satte 2 Positionen verloren, wenn wir hinten unsere spektakulären Unfälle gesehen haben. Damit jetzt doch eine deutliche Platzverschiebung hier vorne. Während die ersten beiden auf und davon sind, haben es wieder 2 VR-Fahrer weiter nach vorne geschafft, nämlich Saupe und Steffen. Somit ist es jetzt VR vor SRD und dann zweimal VR. Also das ist fast so eine gute Ausgangslage für VR, wie SRD sie im ersten Rennen in Sao Paulo im Honda hatte.
Hier haben wir nämlich gerade mal den zweitbesten SRD-Fahrer, René Reiterer. Dahinter ist es Gunnar Miesen, der ebenfalls für Simracing Deutschland am Start ist. Und warum erwähne ich das? Mit guter Platzierung und so weiter. Natürlich SRD-Führende bis jetzt in diesem Com-Cup. Und VR ist hier aber drauf und dran, nach dem zweiten Rennen ordentlich zu punkten. Aber noch sind es 42 Minuten auf der Uhr in diesem bis jetzt doch sehr kurzweiligen Rennen hier im Skip Barber. Und wir sehen hier das Grüppchen von Position 6 bis von Position 3 bis Position 6 reichend. Und vorne kommt vielleicht der Angriffsversuch von Steffens und das klappt. Steffens übernimmt die dritte Position von seinem Teamkollegen Marco Saupe. Dahinter geht es aber auch zur Sache. Da muss Gunnar Miesen jetzt aufpassen, dass er nicht von Kim Strohmann überholt wird. Und da haben wir jemanden neben der Strecke. Wer ist das denn? Schauen wir mal. Konntest du das gerade sehen, wer da neben der Strecke war? Nee, ich habe gerade das Live-Timing abgegrast. Ein blaues und Fahrzeug. Blaues Fahrzeug ist nicht gut. Na, blaues Fahrzeug ist nicht gut. Ich kenne jetzt aber nicht, das war, wenn ich das richtig gesehen habe, Kurt Koop. Wir sehen es hier im Replay. Kurt Koop wieder neben der Strecke. Wir gehen aber wieder live drauf und sind bei Luca Borngesser auf der 13. Position, der da einsam und verlassen fährt. Also wir haben hier nicht so ein enges Feld wie im Honda. Das engste Grüppchen natürlich vorne. Ja, ich wollte gerade sagen, Platz 3, 4, 5, 6 und sogar die 7 sind so recht eng beieinander. Der nächste in der Box, das ist Kurt Koop auf der 19. Und Marco Langer kriegt Besuch, wird jetzt hier gleich überrundet werden. Für uns aber jetzt trotzdem Grund genug, nach vorne zu schalten. Und da sehen wir, dass sich vorne nichts getan hat. Außer, dass ich so das Gefühl habe, dass Jonas Steffens... Ah, okay, ich habe mich irritieren lassen. Da haben wir einen Überrundeten ja dazwischen. Das dürfte Langer sein. Hier die Lackierung von P1 und VR doch relativ ähnlich, oder? Ja. Aber wir haben uns nicht abgesprochen. Grunenberg macht da jetzt ein bisschen Platz, fährt da außen rum. Das war das Fahrzeug, was da gerade ein bisschen abseits der Strecke war. Und jetzt auch im Hintergrund abseits der Strecke ist. Ja, Tobias Marz ist an Carsten Schulze dran, Platz 9 und 10. Ja, also Tobias Marz haben wir jetzt hier wahrscheinlich dann als Highest Climber, wenn das so weitergeht. Hier nämlich im Duell mit Carsten Schulze und Felix Hein im RLC-Sandwich. Genau. Und das ganze Onboard jetzt mit dem Angriffsversuch, vielleicht auch Schulze, Fragezeichen. Nein, noch nicht, aber wir sehen es ja hier mit Blick zurück. Da hat der Felix Heinen im Getriebe. Oh, da vergesse ich, wir quatschen hier. Ja, ich hier als unparteiischer Kommentator bin gerade hier voll am Fiebern. Ja, ich sehe das schon. Naja, unparteiisch bist du ja nicht ganz. Ich meine, Markus gehört ja zu P1. Oder P1 gehört zu Markus, sagen wir es mal so. Tobias Marz macht hier auf jeden Fall einen guten Eindruck und zieht jetzt hier vorbei an Schulze. Schafft er das auch? Spät auf der Bremse, Schulze mit dem leichten Quersteher, wir sehen es. Und jetzt hat aber auch Heinen hier die Chance anzugreifen, vorbeizugehen. Das klappt aber hier vor der Schikane und auch Heinen macht es jetzt hier Marz gleich und zieht auch an Carsten Schulze vorbei, der damit mal glatt zwei Positionen verliert und sich jetzt hier am Ende dieses Trios befindet. Mit einem Auge sind wir natürlich vorne noch bei unserem spannenden, packenden Duell um die
dritte Position drauf. Da hört es natürlich nicht auf und da gehen wir jetzt auch gerade drauf, denn in diesem Moment ist es René Reiterer, der sich hier jetzt versucht an Marco Sauber und er zieht auch vorbei und klettert damit auf die vierte Position vor. Dahinter dreht sich einer weg. Wer ist das? Das war auf jeden Fall ein Überrundeter, wenn ich es richtig gesehen habe. Schauen das Ganze mal hier im Replay uns an. War das... Nein, das kann er nicht gewesen sein. Ah, doch, das war Marco. Das war Marco, der da ebenfalls neben der Strecke war. Aber ich glaube nicht, das war derjenige, der sich da weggedreht hatte. Ja, und Tobias hat sich die nächste Position geholt. Wir sortieren jetzt aber erstmal vorne. Ist es immer noch auf der 3 Jonas Steffens. Dann René Reiterer, der jetzt hier sich im Duell mit Marco Sauber befindet, den er gerade kassiert hat. Und Gunnar Miesen und Kim Strohmann. Also das muss ein Überrundeter gewesen sein, der sich da vorhin weggedreht hat, während hier dieses Trüppchen von Platz 3 bis Position 7 vorbeigezogen ist. Und wir sehen auch, dass Jonas Steffens sich lösen kann und wir haben einen Positionstausch. Eisenhut vorbei an Marz, der jetzt ziemlich weit zurückfällt. Wir haben auch noch mehrere Positionswechsel, aber es sieht so aus, als wenn Marz, genau, der verliert. Warum verliert er? Weil er nicht in der Box war. Genau. Ja, wie gesagt, wir sehen hier auf jeden Fall einen Boxenstopp bei jedem Fahrer. Definitiv. Also Marz geht damit, verliert damit natürlich ein paar Plätze. Erstmal befindet sich jetzt auf Position 16. Wir schauen, sortieren mal eben durch, bevor es dann gleich nochmal in die Box geht. Wir können natürlich auch hier eben schön unsere Boxenstopps einblenden. Und wenn Tobias jetzt reinkommt, dann denke ich mal, werden wir da auch gleich die Spitze sehen. Das denke ich mal auch. Und hier jetzt eingeblendet die Boxenstopps der Top 15. Ja, da war natürlich noch keiner in der Box. Das ist ganz klar. Wenn wir jetzt mal schauen, was geht denn hier wieder ab. Jonas Steffens auf der 3, auf der 4. René Reiterer konnte sich lösen. Ein bisschen von Marco Sauber. Dann haben wir Gunnar Miesen, dann immer noch Kim Strohmann auf der 7. Position. Das fällt jetzt wieder ein bisschen enger beieinander. Wir sehen es, ein paar mehr Fahrzeuge im Bild, ein paar Überrundete sind aber auch dazwischen. Dann bester P1-Fahrer Jochen Bendermacher auf der 8. Position. Kommt wieder ein bisschen dran, vielleicht an Strohmann? Fragezeichen. Markus, was sagen denn hier die Zeiten von deinem Fahrer? Tja, da würde ich jetzt gerne was zu sagen, aber das Live-Timing ist mal wieder woanders. Ah, okay. Unser Live-Timing macht mal wieder Urlaub. Und ja, warum sollte es auch anders sein? Felix Heinen auf der 9. Position konnte sich wieder nach vorne fahren. Natürlich Tobias Marz in der Box gewesen. Carsten Schulze auf der 10, dann Luca Borngesser auf der 11. Dann haben wir auf der 12 Jürgen Hutig, dann auf der 13 André Eisenhut, der auch ein paar Positionen natürlich gut gemacht hat, dadurch, dass schon ein paar in der Box waren. Auf der 14 haben wir Lagler, auf so. Der 15 Münch, gefolgt von Marz, Frank Lehmann, unser Akrobat, hier im Duell, glaube ich, so wie es aussieht, mit Uwe, bin mir da nicht sicher. Ja, in der Tat, oder? Nee, da ist er weit, weit genug weg. Hier sehen wir Uwe auf der 18. Position, Uwe Grunberg, dann auf der 19. Kurt Kup und auf der 20. Marco Langer. Sollte jetzt jemand in die Box gehen, dann werden wir es zumindest sehen. Hier in den Top 15, es gibt einen Positionswechsel, nämlich Lagler geht vorbei an Urtig und Grunenberg an Lehmann. Das bedeutet natürlich, dass da unter Umständen gerade Boxenstopps stattfinden. Wir haben Gelb in Sektor 1. Ja, ich kann aber leider nicht sagen, wer.
Marco Langer war neben der Strecke, aber auch René. Und das schauen wir jetzt mal an, ob hier. Na, ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert ist. Ich glaube, dass er da einfach nur mal kurz neben der Strecke war. Er hat auch keine Position verloren. Er war hier nur einmal kurz weit raus. Kurt Krupp ist neben der Strecke und Bendermacher. Also jetzt geht's ja aber los. Schauen wir uns Bendermacher an. Auch ebenfalls hier weit rausgekommen höchstwahrscheinlich. Ja, da war er auch ein bisschen weit raus, aber sonst ist da nichts passiert. Ja, momentan haben wir und da haben wir einen Dreher. Martin Fuhrmann, sehe ich das richtig? Nein, das ist Hurtig. Fuhrmann ist da vorbei. Hurtig war das mit Dreher. Der verliert natürlich jetzt einige Positionen. Kriegen wir ihn rein? Ja, aber da sehe ich Lehmann gerade erstmal in der Box. Ja, Hurtig. Das Ganze jetzt vielleicht im Replay. Schauen wir uns das mal an. Fahren Onboard mit. Da kommt er schon quer in die Kurve rein. Verliert den Wagen. Kriegt den Gegenpendler. Und dann geht es ab von der Strecke. Aber hier zum Glück asphaltiert. Und kommt dann wieder auf die Strecke drauf. Ja, und Tobias macht da weiter, wo er vor dem Boxenstopp aufgehört hat. Genau, er überholt nämlich fleißig, in diesem Fall Jürgen Münch, und fährt damit auf die 14. Position. Er ist damit bestplatzierter von denjenigen, die schon in der Box waren quasi. Also wenn zum Beispiel Lagler, Eisenhut, Borngesser, Schulze und Heinen vor ihm in die Box gehen, dann dürfte er, ja, sagen wir mal so, auf Position 9 vorfahren, wenn nicht sogar noch schneller. Wir haben, wie gesagt, leider kein Live-Timing. Deswegen kann ich nicht sagen, was da abgeht. Wir sehen jetzt einen Positionstausch. Nämlich Bendermacher ist in der Box. Damit er der erste von unseren Top 10, der jetzt zu seinem Boxenstopp bei Halbzeit reinkommt. Vorne immer noch glatter Fuhrmann. Oh, das war aber eine kurze Standzeit. Ja, das war vielleicht. Na, wir wissen es nicht. Vielleicht hat er da auch nur nachgetankt. Nachtanken auf jeden Fall. Reifen wechseln nicht unbedingt. Ne, Reifen wechseln, das, wenn du mit deinen Reifen haushalten kannst, kannst du beim Boxenstopp 20 Sekunden gewinnen. Ja, aber das wird nachher mit Sicherheit interessant, während wir wieder gelb in Sektor 1 haben. Warum haben wir gelb? Marco Langer neben der Strecke und auch Kurt Krupp. Und das Ganze müssen wir uns jetzt mal hier im Replay anschauen. Also vorne ist Langer. Wir sehen es jetzt hier. Na, wenn ich es richtig sehe, müsste sich da vorne Langer wegdrehen. Sind wir im Replay? Ah, hier auf jeden Fall Kurt Krupp am Rumdrehen. Wir gucken das Ganze also jetzt. Dann müssen wir halt doch zurückspulen. Also da vorne ist Langer. Und hier kommt Kurt Krupp an. Trifft ihn sogar fast. Wenn mein Live-Timing jetzt mich nicht veräppeln will, dann hat Jochen Bendermacher die schnellste Rennrunde gefahren. Wir schauen gerade mal Bendermacher auf der 9. Position und ja, in der Tat, Jochen Bendermacher mit einer 1:13.332 fährt damit die schnellste Rennrunde. Unser Führender ist in der Box. Absolute. Ja. Wahnsinn. Unser Führender in der Box, Sascha Glatter. Ja, und da hinten kommen die nächsten. Und jetzt kommen einige. Grunenberg in der Box. Borngesser in der Box. Glatter in der Box. Und es kommt natürlich Martin Fuhrmann im Hintergrund ebenfalls zum Boxenstopp rein. Wir belassen mal hier die Kamera. Fuhrmann rein. Steffens fährt jetzt raus. Jetzt ist unser Kameramann besoffen. Glatter fährt jetzt wieder raus. Fuhrmann fährt jetzt gleich wieder raus. Oh, das wird eine knappe Geschichte. Steffens ist auf der 2. Position, wird jetzt aber hier überholt, hat den längeren Stopp. Also doch nicht so knapp, wie ich dachte. Außer Steffens hätte er da jetzt vielleicht anders taktiert. Der steht aber noch. So,
Dann haben wir die anderen, die jetzt gleich vorbeifahren werden, denn hier könnte es tatsächlich Positionsveränderungen geben. Also lange Standzeiten können wir auf jeden Fall schon mal sagen, das ist ein Reifenwechsel mit Nachtanken und das sind so um die und da 34 fliegt einer Sekunden. Ab. Da fliegt einer ab. Wer ist das? Das ist Felix Heinen, der dann neben der Strecke war. Ganze jetzt hoffentlich hier im Replay drin. Haben wir's? Haben wir's? Schauen wir mal. Genau, hier haben wir es im Replay. Felix Heinen. Ja, gleicher Fehler. Ausgangsstartziel. Da dreht er sich weg. Durchkreuzt er die Boxenausfahrt, hatte aber Glück. Konnte das Auto Gott sei Dank abfangen. Ja, aber er hätte da beinahe ein paar Fahrer mitgenommen. So, wir gehen wieder live drauf und da haben wir jetzt Felix Hein, der zu seinem Boxenstopp reinkommt, auf der vierten Position liegend. Er verliert dafür natürlich ein paar Plätze jetzt. Münch sehen wir ebenfalls hinten links in der Box stehen. Aber vorne die Reihenfolge einigermaßen hergestellt. Also Glatter in der Box gewesen auf der 1. Fuhrmann in der Box gewesen auf der 2. Saupe Reiterer in der Box gewesen. Kim Strohmann, der große Profiteur der Boxenstopps, vorgefahren von der 7. Position auf die 5. Da natürlich die Frage, hat er da wirklich Reifen gewechselt? Wir wissen, dass die Gruppe eng beieinander war. Er hat definitiv den schnellsten Boxenstopp hier abgeschlossen von allen. Aber, Frage natürlich, ob er da jetzt Reifen gewechselt hat oder nicht und ob er dann, wenn er nicht Reifen gewechselt hat, nachher noch Probleme bekommt. Marz räumt weiter auf, wir sehen es rechts eingeblendet, auch Steffens geht hier vorbei. Strohmann fällt zurück auf die 6. Position. Ja, warum fällt denn Strohmann jetzt zurück? Wir sehen es hier. Oder war das irgendwie... Na, ich spule mal zurück. Was da denn passiert? Kim Strohmann, der war doch ziemlich weit vorne bis gerade. Oder hat unser Tool da rumgesponnen? Nein, da haben wir Steffens. Und der wird jetzt hier gleich an Strohmann vorbeigehen. Das Ganze schauen wir uns jetzt hier im Replay an. Wir sind im Replay drin. Und hier kommt der Angriff von Jonas Steffens auf Kim Strohmann, das Duell VR gegen RLC. Und damit geht er vorbei. Übernimmt die 5. Position, Strohmann auf der 6, Bendermacher auf der 7. Und Gunnar Miesen hat ziemlich viel verloren. Er auf die 8. Position zurückgefallen. Es ist klar, wo es Gewinner gibt, gibt es natürlich auch irgendwo Verlierer. Und das ist in diesem Fall definitiv Gunnar Miesen, der sich nur in Anführungszeichen nach seinem Boxenstopp auf der 8. Position befindet. Alle soweit jetzt in der Box gewesen. Weswegen wir hier unsere Live-Abstände wieder einblenden werden. Ja, was mit Gunnar los war, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Gut, Felix Heinen auf der 9. 34 Sekunden in der Box stand, sprich ja. Vollgetankt und Reifenwechsel, da kann natürlich 2-3 Positionen flöten gehen. Ja, in der Tat. Hier sehen wir unsere Einzelkämpfer im Hintergrund. Eisenhut, Wuttig, Grunenberg, Frank Lehmann, dann Jürgen Münch, und Kurt Koop sowie Marco Langer, der jetzt an der Box steht, schon wieder. Der Kampf um die 3. Position hat sich so ein bisschen beruhigt. Kaum sage ich's, geht's da los. Wir haben gerade einen Positionstausch gesehen. Also Marco Saupe fährt jetzt hier auf der 3. Position
etwas davon, auch René Reiterer. Aber Gunnar Miesen jetzt auf der fünften Position. Wir schauen, was da passiert ist. Konnte sich da schon davor fahren? Da hat es geknallt. Wir sehen, dass es da geknallt hat. Was ist denn da passiert? Und da das ist Jochen Bendermacher. Jochen Bendermacher im Duell mit Kim Strohmann. Und da verhaken sich die beiden, drehen sich weg. Und kracht dann da noch jemand dazwischen, da rein? Oh ja! Oh ja, oh ja. Das ist nämlich, ja, Steffens, der da ebenfalls noch leicht kollidiert. Wir schauen das Ganze hier onboard an von Steffens. Wie gesagt, nicht beirren lassen. Das vorne ist ein P1-Fahrer. Das hier ist VR. Und Steffens kann hier nicht mehr ausweichen. Und dementsprechend macht Gunnar Miesen drei Positionen gut. Und befindet sich jetzt auf der fünften Position. Wir schauen aber trotzdem nochmal, was da passiert ist, nämlich onboard. Ja, und das hat Jochen Bendermacher jede Menge Plätze jetzt gekostet. Ja, und wir schauen, welche Schuld das ist. Oh, wer zu sagen. Also, tja. Also für mich hat er äußere Fahrer da ein bisschen weit nach rechts reingezogen, aber das ist auch in so einer Kurve schwer zu sagen. Es scheint, als wenn Bendermacher da ziemlich weit nach draußen getrieben wurde. Also er hat nicht nach links gelenkt und Strohmann hat da doch irgendwie ziemlich reingezogen. Ja, der hat reingezogen. Der wollte ja zumachen. Meine ich nämlich auch, dass er da reingezogen hat. Es war aber zu spät, da war Bendermacher schon in der Kurve, da war er schon daneben. Und wie gesagt, dann wird er natürlich noch ein bisschen weit nach außen getrieben und wenn der andere dann noch dagegen lenkt, dann kommt es eben zu dieser Berührung. Da haben sich die Räder verhakt und dementsprechend der Dreher. Ja, und Gunnar Miesen sagt Dankeschön, was auch immer bei Gunnar bei den Boxenstopps passiert ist. Jetzt hat er das auf jeden Fall wieder gut gemacht und somit haben wir ein völlig anderes Bild nach nur noch, ja, nach 40 gefahrenen Minuten und nur noch 20 auf der Uhr. Es ist nämlich so, dass VR führt mit Sascha Glatter. Das ist nichts Neues. Auch dass Martin Fuhrmann sich auf der zweiten Position befindet, schon seit Anfang des Rennens, ist nichts Neues. Die beiden sind auch so ins Rennen gestartet für SRD. Dann haben wir aber Marco Saupe für VR, dann aber René Reiterer und Gunnar Miesen für SRD auf den Plätzen 4 und 5. Was natürlich entscheidend für SRD ist, wenn sie hier nach diesem Rennen noch vor VR bleiben wollen in der Gesamtwertung. Denn Marco Saupe für VR auf 3, René Reiterer, Gunnar Miesen und dann haben wir Jonas Steffens ebenfalls für VR. Wo haben wir denn die RLC, wenn wir hier Kim Strohmann sehen? Genau, auf der siebten Position, bester Fahrer für RLC. Und Tobias Marz ist bester P1-Fahrer auf der 10. Position, nachdem Bendermacher ja jetzt gerade in einem Unfall verwickelt war und ich glaube auch in die Box gefahren ist. Ja, der ist in die Box gefahren, der musste da eine Reparatur machen. Deswegen auch runter auf Platz 14. Ja. Also, dann sehen wir Hein, der jetzt auf der 8. Position liegt. Wohlgemerkt vor Tobias Marz, also der hat da auch nochmal ein paar Positionen verloren, denn der war eigentlich vor Heinen und Carsten Schulze, wenn auch knapp. Hier sehen wir nämlich Carsten Schulze, so Heinen hat einen Riesenvorsprung auf Carsten Schulze, dann wiederum ist es Tobias Marz. Wir können hier jetzt heute nicht genaue Zeiten durchgeben, wie gesagt, wir sehen es da oben links eingeblendet im Tower. Das Problem ist einfach, ja, wir haben leider kein Monitoring derzeit. Also von daher, seht uns das bitte nach. Ansonsten haben wir gerade gelb im ersten Sektor. Hat sich da jemand weggedreht? Das sieht fast so aus. Ja, da hat sich jemand weggedreht. Und wer ist das? Das Ganze ist Marco Langer, der dort neben der Strecke ist. Und jetzt dreht er sich schon wieder. Was ist denn da passiert? Hier verliert er zum ersten Mal den Wagen. Das war gerade der Grund, warum wir gelb in Sektor 1 hatten. Und dann kehrt er jetzt auf die Strecke zurück und jetzt dreht er sich aber gleich nochmal. Ja, hier beim Rausbeschleunigen, aber dann ist da noch was passiert. Bleiben wir mal drauf. Ich hoffe, da gab es keine Kollision. Da gab es eine Kollision. Das darf doch nicht wahr sein. Da gab es eine Kollision. Mit wem gab es diese Kollision?
Ja, da konnten sie sich gerade nicht entscheiden, wer links und wer rechts fahren soll. Ja, und ich hoffe, ich befürchte, das war Kim Strohmann. Ja, das war Kim Strohmann, der da gerade in dem Unfall verwickelt war. Und wir gehen jetzt mal wieder live drauf und werden dann wahrscheinlich gleich sehen, dass Kim Strohmann zum Glück sich noch auf der 7. Position befindet. Aber das war ein blödes Manöver. Vielleicht können wir das Ganze hier im Replay auch nochmal aus seiner Sicht sehen. Da müssen wir ein bisschen zurückspulen, ein ganzes Stückchen. Wir müssen, glaube ich, mal die Replay-Zeit höher einsetzen. Hier sehen wir jetzt, ja, diese Aktion aus der Sicht von Kim Strohmann. Da kommt lange auf die Strecke. Und das ist eine schnelle Passage hier. Ja, und Strohmann fährt da auf. Dachte wohl, ja, der wird ja wohl Platz machen. Der wird ja wohl nicht, aber tut er dann doch. Marco Langer. Nach seinem Dreher, ja, so auf die Strecke Winkel, zurück. In dem Winkel, wie Marco aber auf die Strecke gefahren ist, konnte er nicht mehr den Scheitelpunkt der Kurve sehen. Somit konnte er auch nicht sehen, dass dahinter einer kommt. In dem Moment, wo er es denn merkt, dass da einer kommt, sieht man auch, wie er irgendwie da von der Linie weg will und zieht genau in die gleiche Richtung wie Kim. Und, ja. Ja. Wir hatten wieder gelb in Sektor 1, konnte jetzt aber gerade nicht sehen, woran es liegt. Das ist unser Führender, Sascha Glatter, jetzt mal für ein paar Augenblicke im Bild. Dann Martin Fuhrmann, wie gesagt, auf der 2. Position, 16 Sekunden dahinter. Der wiederum hat einen Vorsprung von 16 Sekunden, circa, auf Marco Saupe. Der auch einen komfortablen Vorsprung hat von, schauen wir mal, ne, hat er gar nicht, er hat keinen komfortablen Vorsprung, denn er hat René Reiterer direkt dahinter, das Duell, was eigentlich auch schon die ganze Zeit so läuft, während des Rennens hier. Der Kampf um die 3. Position, ob das jetzt Saupe oder Reiterer wird, na, dürfen wir mal gespannt sein. Also das Live-Timing ist echt klasse. Wenn es denn mal funktioniert, hängt es 5 bis 6 Sekunden hinterher. Ganz genau. Aber da können wir zumindest mal sehen, wie die Abstände sind, wer wie welche Rundenzeiten gefahren hat. Das können wir jetzt hier leider nicht. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem genügend Informationen. So, Replay von Jürgen Hurtig, denn der hat sich hier mal gedreht. Vielleicht schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ja. Na Jürgen, was ist da passiert? Oh, spulen, spulen, spulen. Na, ist das schon so lange her? Jetzt hier nochmal das Replay. Jo, und da dreht er sich weg. Genau. Da kam das Heck rum. Sind jetzt wieder live drauf. Bei unserem Lieblingsgrüppchen. Nämlich bei René Reiterer, Marco Saupe und dahinter Gunnar Miesen. Sieht gut aus für Gunnar, aber Jonas Steffens ist nicht allzu weit weg. Und Dreher von Saupe. Wir haben einen Dreher von Marco Saupe. Damit übernimmt René Reiterer die 3. Position. Ich wollte gerade sagen, da dreht sich jemand. Wollte es beiläufig erwähnen. Dabei ist das unser Drittplatzierter Marco Saupe. Warum? Warum dreht er sich denn da weg? Ja, er kommt auf den Curb. Wir sehen es hier onboard im Replay. Hat aber Glück gehabt, dass er den nochmal abfangen konnte, weil die Leitplanke war nicht weit weg gewesen. Ja. Schauen wir hier nochmal. Uiuiui. Vielleicht von der Außenkamera. Ja, da verliert er das Heck.
Ja, schade. Damit fällt Saupe zurück auf die vierte Position. Und mich würde mal interessieren, ob Gunnar Miesen davon profitieren kann. Ja, nicht ganz, er ist da nicht so nah dran gekommen. Und wir haben wieder jemanden neben der Strecke. Wer ist das gewesen? Das war Kurt Koop mit einem Dreher. Ja, hier im Replay. Das haben wir gerade im Hintergrund gesehen. Also, er kommentiert ja sonst. Ich wollte jetzt gerade sagen, vielleicht sollte er das nächste Mal mit uns kommentieren. Also dafür, dass der bei uns die Formel 3 fährt, dass er die nächstgrößere Stufe ist von dem Skippy, ja, ich weiß nicht, was mit Kurt los ist. Den Curti noch nicht erlebt. Also ich bin jahrelanger Teamkollege mit dem Curti gewesen, aber so ein Chaos habe ich bei dem noch nie gesehen. So, wir schauen uns jetzt hier das Replay an. Und zwar geht hier Tobias Marz vorbei an Carsten Schulze und übernimmt damit die neunte Position. Jetzt hat er nur noch Felix Heinen vor sich. Also, bester P1-Fahrer, nachdem Bendermacher nur auf der 14 ist nach dem Unfall. Felix Heinen für VR, nee, für RLC unterwegs. Dann Tobias Marz P1 und der nächste RLC-Fahrer Carsten Schulze in den Top 10 auf der 10. Position. Sascha Lagler 11. Dann haben wir auf der 12. Position Luca Borngesser für SRD, gefolgt von André Eisenhut für P1, zweitbester P1-Fahrer. Danach wieder ein P1-Fahrer, nämlich Jochen Bendermacher, gerade erwähnt. Jürgen Hurtig für SRD auf der 15. Auf der 16 haben wir Uwe Unberg, Jürgen Münch, Frank Lehmann. Ja, für ihn scheint es nicht jetzt gerade so gut zu laufen, vorher in den Top 10. Ja, nach seinem Unfall doch weit zurückgefallen. Und Kurt Koop, ja, wollte gerade sagen, mehr abseits als auf der Strecke. Ich meine, ich kenne ihn, ich habe auch schon mit ihm zusammen kommentiert. Ich darf böse über ihn lästern, das wird er verstehen, da er uns ja heute so köstlich unterhält mit seinen Drehern. Da müssen wir mal fragen, was da los war. Also das ist ja nicht normal. Jetzt haben wir hier schon wieder jemanden neben der Strecke. Ist das Kurt? Ja, das ist... Nein, ist das Kurt gewesen? Nein, das war er nicht. Das war er nicht. Wohlgemerkt, das war er nicht. Ja, das war tatsächlich jemand anders. Und da dreht sich jemand. Ja, das ist Kurt Koop, der sich jetzt hier nochmal dreht. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Carsten Schulze wird gemeldet, kurz neben der Strecke gewesen. Oh. Und hier ein Quersteher von René Reiterer. Und gelb in Sektor 1. Mal wieder. Warum? Weil Marco Langer neben der Strecke ist. Und wir sehen hier den Grund, warum gelb in Sektor 1 war. Ja, das kennen wir doch. Das ist eine exakte Kopie. Ich hoffe, danach hat er nicht wieder jemanden getroffen. Wir gehen wieder live drauf, beziehungsweise schauen uns das Überholmanöver an. Wenn wir es drauf kriegen, nein, kriegen wir nicht drauf. Oder kriegen wir es? Doch, da war nämlich jemand neben der Strecke und das ist nämlich Felix Heinen gewesen. Felix Heinen mit Dreher macht uns den Marco Langer, der das auch schon zweimal hinbekommen hat. Jetzt auch Felix Heinen so auf diese Art und Weise. Ja, scheint so, dass in der Kurve doch dann irgendwann das Heck einen überholt. Gerade jetzt natürlich mit Blick darauf, dass die Reifen nachlassen. So, wir sehen es jetzt hier. Wir haben einen Fahrer weniger. Ja, Kurt Koop hat das Auto abgestellt. Ja, hat jetzt das Auto. Ja, vielleicht auch das Beste jetzt an dieser Stelle. Also du sagst, er kann fahren, ich kann es nicht sagen, ich habe nur mit ihm kommentiert. Ich kommentiere deswegen, weil ich nicht fahren kann. Naja, ein bisschen zumindest.
Ja, René auf der 3 hat natürlich vorhin profitiert durch den Unfall und auch durch den Dreher von Marco Saupe. Dann haben wir hier nämlich Marco Saupe auf der 4. Position, der sich jetzt hier gegen Gunnar Miesen erwehren muss. Hier der vielleicht mit dem Angriff? Nein, schafft es nicht, hat aber noch 7 Minuten und 42 Sekunden Zeit, wenn sie jetzt hier über Start und Ziel fahren, gleich sich noch die 4. Position zu schnappen von Marco Saupe, wenn wir im Hintergrund eine Positionsverschiebung gesehen haben. Wir schauen jetzt mal. So, jetzt krieg ich gerade gesagt, Kürkut hat einen Disconnect gehabt. Ja, okay. So, Angriff. Und es passt wieder nicht, aber hier kommt Saupe weit raus und jetzt ist wirklich auch Gunnar im Getriebe direkt. Oh, da kommt er leicht quer. Da verliert er den Wagen. Er verliert den Wagen und damit auch einige Plätze. Fällt jetzt zurück auf die 6. Position. Und das Ganze vielleicht nochmal im Replay. Ja, hier sehen wir es. Er bremst hart an. Und dann sehen wir, wie er hier den Wagen verliert, das Heck rumkommt. Und dann, ja, einige da vorbeigehen. Schade, das wäre natürlich die Chance gewesen für Gunnar Miesen. So, wir gehen jetzt wieder live drauf. Aber das ist vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit. Hier profitiert der eine von den anderen Fehlern und andersrum. Sehen wir hier Gunnar Miesen, der da vorbeigegangen ist an Luca Borngesser, den er überrundet hat. Im Strohmann auf der 7 und hier ist es Jonas Steffens im Duell mit Marco Saupe. Und Gunnar Miesen wieder neben der Strecke. Na, lassen wir jetzt die Nerven nach bei ihm? Entweder die Nerven oder die Reifen, vielleicht auch beides. Ja, wir sehen es hier, die beliebte Stelle für Highspeed-Abflüge. Ich tippe darauf, dass wir hier einige Fahrer hatten, die vielleicht nicht die Reifen gewechselt haben oder aber es übertrieben haben und jetzt Probleme mit ihren Reifen bekommen. 5 Minuten vor Schluss müssen sie halt noch irgendwie mit den Reifen auskommen. Also Glatter vor Fuhrmann, dann Reiterer, der relativ sicher auf der 3. Position ist. Dann zweimal VR, nämlich Saupe und Steffens. Da müssen die noch die Reihenfolge unter sich ausmachen. Dann Gunnar Miesen auf die 6. Position zurückgefallen. Und der muss jetzt aufpassen, dass vielleicht Kim Strohmann da nicht vorbeikommt. Aber ich glaube, da hat er nochmal Glück. Gelb in Sektor 1. Ja, das ist Jochen Bendermacher mit einem Dreher. Genau, der hat sich einmal gedreht. Und wir sehen es, warum. Da kommt er von der Strecke ab und schießt dann einfach nochmal quer rüber. Ja, und die gewonnenen, 3 Plätze hat er dann auch wieder abgegeben. Ja. Also sehr viele Zwischenfälle in diesem Rennen. Für einige doch ein Auf und Ab. Für Tobias Marz auf jeden Fall ein Auf, denn er auf der 8. Position hat somit die meisten Plätze gut gemacht. Er hat natürlich auch durch den Unfall am Anfang viele verloren. Aber bei uns gewertet als Highest Climber quasi. Ja, schade. Also ich denke, da wäre für Tobias heute einiges drin gewesen, wenn da am Start nicht das kleine Malheur da passiert wäre. Ja, auf jeden das Fall, stimmt schon. Der hat hier haben auf jeden wir ihn Fall da vorne für Action gesorgt. Schade. Ja, ich glaube, P1 hätte auch einen starken Eindruck gemacht, wenn Bendermacher und Marz, ja, also wenn Bendermacher nach vorne dabei wäre, dann wäre Marz nämlich im Bereich von Bendermacher. Und dann schauen wir mal, ich glaube, Lakler, wen haben wir, Lakler? Ne, Lakler ist nicht von euch, ne? Nee. Ja, Lakler auf der 11. Position. Wir können es halt nicht so gut sehen, ich sehe es nur, dass es blaues Fahrzeug ist. Ja, hier sehen wir halt einen überrundeten Luca Borngesser. Darum war auch relativ viel Betrieb um ihn herum.
Und ansonsten, ja, sehen wir hier hinten keine direkten Duelle mehr. Bei jetzt noch 2:50 auf der Uhr ist es hier eigentlich nur das VR-interne Duell zwischen Jonas Steffens und Marco Saupe. Wenn wir wieder gelb haben. Und es ist Jochen Bendermacher. So wie Marco, nein, Marco Langer. Marco Langer mit Dreher. Sehen wir warum. Off-Track und. Oh, ui, oh. Oh, will der denn hin? Ganz aus dem Bild. Dreher von Felix Heinen. Oh. Auch die gleiche Stelle wie Marco Langer gerade. Ja, Dreher und damit verliert er eine Position, denn Sascha Lagler geht da vorbei und sagt Dankeschön, Sascha, damit auf der 10. Position. Heinen hat hier durch den Dreher einen Platz verloren. Ja, und das der nächste Sascha, nämlich Sascha Glatter für VR auf der 1 mit 18 Sekunden Vorsprung. Dahinter dann Fuhrmann. Und dann wiederum sind es circa 20 Sekunden Vorsprung auf René Reiterer, auf seinen SRD-Kollegen, der jetzt hier souverän und relativ fehlerfrei auf der 3. Position fährt. Jonas Steffens und Marco Saupe. Hier scheint alles geklärt zu sein, während im Hintergrund Carsten Schulze vorbeigeht an Tobias Marz. Und das schauen wir uns gleich nochmal an. Gunnar Miesen auf der 6. Dann haben wir Kim Strohmann auf der 7. Und hier ist es Carsten Schulze und Tobias Marz in der Box. Was ist denn da passiert? Ausfall für Tobias Marz? Nein. Doch, Ausfall für Tobias Marz, so wie es aussieht. Da, in der Tat. Was, warum? Das sieht nach einem... Da hat er noch... Da war er noch im Duell. Und Tobias Marz wird jetzt hier durchgereicht. Da war er noch im Duell. Und dann... Die letzten Sekunden laufen ab und wir schauen, was mit dem bestplatzierten P1-Fahrer passiert ist. Da geht der Rasenmähen und dann ist er weg. Das war nicht ein plötzlicher Disconnect, aber vielleicht hat es an der Tür geklingelt. Ich glaube, selbst dann reißt du ihn den Kopf ab. Nein, um Gottes Willen. So, die letzte Runde für Sascha Glatter. Ich finde es nur sehr, sehr schade für ihn und bin gerade sprachlos. Ich weiß nicht warum, weil er hat ein super Rennen gemacht und habe da die ganze Zeit mitgefiebert. Und in dem Moment gewinnt Sascha Glatter auf jeden Fall hier das zweite Rennen des Community Cups. Weiter Sieg im zweiten Rennen. Herzlichen Glückwunsch an Sascha Glatter. Wieder souverän gefahren, wirklich. Weiter wird Martin Fuhrmann, wie auch schon im ersten Community Cup Rennen. Fehlerfreie Leistung von ihm. So, dann wir haben mal den Tobi zu uns geholt. René Reiterer gleich als Dritter ins Ziel. Die haben wir natürlich auch gleich zum Interview. Aber mal eben, ja, der bittere Ausfall vom bestplatzierten P1-Fahrer Tobias Marz. Was ist denn da passiert? Sprit war alle. Nein. Nein! Sprit war alle, unglaublich. Ich bin im ersten Stint 2 Runden zu früh in die Box. Ja gut, da greift auf jeden Fall die 75%-Regel. Also so ganz verloren ist es nicht, aber echt schade. Du hast ein Wahnsinnsrennen hier heute hingelegt. So, Jonas Steffens auf der 4 hat sich da geeinigt mit Marco Saupe, der wird nämlich Fünfter. Dann Gunnar Miesen auf der 6. Position, der wird sich ein bisschen ärgern über seinen Fahrfehler. Auch Kim Strohmann hatte heftige Duelle und für ihn ging es da auch auf und ab, letztendlich Platz 7. Carsten Schulze auf der 8. Position wird er vermutlich ins Ziel kommen.
Oder der ist schon im Ziel. Die sind schon im Ziel. Die sind schon im Ziel. Dann Sascha Lagler auf der 9. Position. Ja, Felix Heinen auf der 10. In Startunfall verwickelt und später auch nochmal heiße Duelle gehabt. Dann Luca Borngesser auf der 11. Gutes Ergebnis. Hat auch nochmal ein paar Positionen gut gemacht. Jochen Bendermacher auf der 12. Ja, der ja quasi mit Kim Strohmann den Dreher da hatte. Er ist dann mit ihm zusammengestoßen. Das wird natürlich auch noch vielleicht eine Diskussion geben. Hoffen wir es mal nicht, denn wir haben es eindeutig, glaube ich, aufklären können. Er jetzt, wenn ich das richtig sehe, bester P1-Fahrer. Bendermacher auf der 12. Genau, vor seinem Kollegen André Eisenhut auf der 13. Dann Jürgen Hurtig auf der 14. Auf der 15. Jürgen Münch auf der 16. Position Uwe Grunenberg. Auf der 17. haben wir es ja gerade gesehen. Tobias Marz ohne Sprit hat es immerhin noch für Position 17 gereicht. Mensch, das ist ärgerlich. Auf der 18. Frank Lehmann, ja, der viel in der Luft war heute und mehrere Saltos geschlagen hat. Letztendlich hat es noch für den 18. Platz gereicht. Das ist schade, denn im Honda war er doch, glaube ich, in den Top 10 unterwegs. Hatte sich da in Sao Paulo mit René Reiterer doch gut bekriegt und faire Fights geliefert. Dann haben wir Marco Lange auf der 19. sowie Kurt Kub auf der 20. Das sind unsere 20 Fahrer, so wie sie heute gestartet bzw. dann jetzt letztendlich ins Ziel gekommen sind. Ich würde sagen, wir holen uns natürlich jeweils die besten Fahrer der jeweiligen Communities rein. Das wäre zum einen Sascha Glatter, natürlich auch Martin Fuhrmann sowie René Reiterer auf den Plätzen 2 und 3, damit wir das Podium haben. Dann ist jetzt leider schon die nächste Session geswitcht worden. Aber ich glaube, das war Steffens, aber den brauchen wir nicht, der ist auf der 4. Wir brauchen den besten LLC-Fahrer, das ist Strohmann. Schauen wir mal, dass wir ihn kriegen. Also erstmal, René Reiterer hat das Glück, dass er auf der 3 war, denn sonst würde er als SRD-Fahrer jetzt gar nicht interviewt werden. Martin Fuhrmann ziehen wir einfach mal hier in den Raum rein. Natürlich Kim Strohmann als bester RLC-Fahrer sowie Sascha Glatter und ja, noch, wenn ich richtig sehe, Jochen Bendermacher. So, kurz verschnaufen und dann kommen wir zu den Interviews. So, unser erster Interviewgast wird natürlich sein Sascha Glatter. Sascha, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Das ist der zweite Sieg im zweiten Rennen hier beim Community Cup. Und das war ja wieder ein, ich würde sagen, souveräner Sieg, oder? Ja, doch, auf jeden Fall. War nett. Das waren, gute Worte, war nett. Das hat der Sieger zu sagen. War nett, ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dein Rennen. Ist dir da diesmal langweilig denn geworden oder war das doch noch fordernd? Der erste Stint auf jeden Fall, der war absolutes Limit. Dann kam da plötzlich kurz vorm Boxenstopp irgendwie so eine 13.3 oder sowas als schnellste Runde vom Bendermacher oder so. Ja, Jochen, genau. Und da habe ich dann schon gerätselt, oh, war da jetzt in der Box, hat er Reifen gewechselt, wie auch immer. Aber das ist dann, glaube ich, durch die Boxeneinfahrt irgendwie, das, ja, kann man da ein bisschen abkürzen, beziehungsweise ist dann die Zeit kürzer. Dann halt auf jeden Fall keine Reifen gewechselt und zweitens den dann ein bisschen langsamer gemacht, kontrolliert gefahren. Ja, war okay. Stimmt, Silverstone ist ja so eine Strecke, wo es durch die Box kürzer ist. Ja, du genau. Hast du Reifen gewechselt oder hast du nicht Reifen gewechselt? Wir haben alle keine Reifen gewechselt. Alle keine Reifen gewechselt. Deswegen wird das auch einige Dreher zum Schluss erklären. Natürlich nicht von dir, wir haben zumindest keinen gesehen. Nein, war an der Wiese, ja, das stimmt. Da musste ich im Überrundeten ausweichen, der sich vor mir gedreht hat. Das war ein bisschen haarig im ersten Stint, aber ansonsten war es ein ereignisloses Rennen, sag ich mal. Alles klar, aber das war jetzt nicht so langweilig, dass du sagst, so nächstes Mal starte ich von hinten.
Nein, ganz sicher nicht. Nein, man muss natürlich die Leistung von Sascha auch anerkennen. Ich meine, er trainiert ziemlich viel. Ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, dass du vorne so davonziehen kannst. Wie gesagt, Glückwunsch, vielleicht Ansporn für die anderen und für Martin Fuhrmann, der ja auch ein sehr souveränes Rennen gefahren ist. Diesmal hat er es geschafft, Zweiter zu werden, ohne das Feld von hinten aufräumen zu müssen. War das denn langweilig oder hattest du immer Sascha vor Augen und hast gesagt, boah, den schnapp ich mir noch irgendwie? Ja, nee, warte kurz. Nee, die Tendenz hatte ich eigentlich, ja, anfänglich schon, aber bin doch, hab ein bisschen gehadert mit mir. Also, es war halt so, dass ich den sich entwickelnden Grip irgendwie etwas unterschätzt habe. Dann ist das Setup etwas konventioneller fürs Rennen, naja, und da hat halt auch ein bisschen der Kick noch gefehlt. Bin auch eigentlich davon ausgegangen, naja, Reifenwechsel vielleicht ja, vielleicht könnte eventuell, aber es war ja so viel Grip noch auf der Strecke, denn also es war schon, ja, da hat sich ein Reifenwechsel quasi erübrigt und ja, ich bin dann auch mit 0,0 Liter über der Linie gefahren im Tank, also ja, war ganz nett und fürs Team war es ja auch ganz schön. Ja, wollte ich gerade sagen. Also das von der Spritkalkulation her hat es noch gereicht, sagst du. Ja, Gerade so. also gerade so, gerade so. Gerade so. Hast du mehr verbraucht als ausgerechnet? Nee, aber ich glaube, dadurch, dass irgendwie der Reifenwechsel weggelassen wurde oder so, keine Ahnung, ist halt irgendwie eine Runde mehr entstanden, oder? Eventuell unter Umständen, ich weiß es jetzt nicht so genau. Ja. Ja, dennoch. Wie gesagt, Glückwunsch zum zweiten Platz, souverän gefahren. Wie sieht's denn im nächsten Rennen aus? Was können wir denn da von dir erwarten? Kommt da dann der Angriff auf Sascha Glatter von dir? Ich weiß nicht, ist doch gar nicht notwendig. Hauptsache das Team ist gut platziert. Ob Ja, du Erster natürlich. bist oder Zweiter, ist doch völlig wurscht. Das Hauptsache sind das Team neue. macht genug Punkte und weißt du, so ein Sieg ist zwar schön, aber wenn die ganze Gruppe dadurch nur Zweiter wird, mindert das ja irgendwie den Erfolg. Ich finde, wir sollten dich öfter in irgendwelche Teamveranstaltungen stecken. Das sind ganz neue Töne von dir. Habe ich so noch nie gehört. Ja, wieso? Der Sieg ist ja hier nicht wichtig. Das Teamergebnis Das zählt. Team, das ist sehr toll. Und später fragt er dann wieder, bei welchen Rennen er gewonnen hat. Wenn er sich im Haha. Nachhinein irgendwelche Videos anschauen möchte. Nein, natürlich, kleiner Scherz. Sascha, was können wir denn von dir erwarten im Megane? Ah, ich, ja, keine Ahnung, bin noch nie gefahren. Ja, wird sich rausstellen. Also noch nie gefahren, wird sich rausstellen. Wahrscheinlich auch noch nie Skip Barber und noch nie Honda NSX gefahren. R-Faktor 2 nicht, nee. R-Faktor 1 wüsste ich jetzt auch nicht, dass. Ja, da bin ich mal den Renault Megane auch gefahren, stimmt, aber das ist schon ein bisschen länger her. Kann man, glaube ich, nicht ganz vergleichen. Ist ja alles anders und besser. Ja, es wird auf jeden Fall eine interessante Strecke. Also wir sehen es auch gerade eingeblendet. Das dritte Rennen am 16.01.2015 und zwar mit dem Megane oder mit der Megane Trophy 2 im Mills Motorpark. Und boah, das wird mit Sicherheit eine spannende Geschichte. Ich glaube, es ist ein recht enger Kurs. So viel Auslauf. Dürfen wir mal gespannt sein. Kommen wir jetzt zum Drittplatzierten, René Reiterer. René, Glückwunsch. Harte Fights, das war ja quasi ein kompletter D-Zug von Position 3 bis Position 7. Ja, die meiste Zeit über im Rennen. Und ich glaube, du hattest auch harte Fights und hast dann letztendlich natürlich auch, sag mal, durch ein paar Dreher profitiert von der Konkurrenz. Ja, danke. Vorweg Glückwunsch an Sascha und Martin. Die waren unerreichbar für mich. Ich habe mir das Rennen irgendwie anders ausgerechnet. Wollte eigentlich einen ruhigen ersten Stint und reifenschonenden ersten Stint fahren. Das hat so nicht funktioniert, da ich ziemlich unter Druck war von Jonas und Marco abwechselnd. Und ja, ich habe dann an der Box die hinteren Reifen wechseln müssen. Die waren zu sehr abgefahren, also ich habe zwei Reifen gewechselt. Und Marco war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, hinter mir und der ist aber dann vor mir wieder aus der Box gekommen. Und da habe ich damit gerechnet, dass er keine Reifen gewechselt hat. Und ja, dann habe ich versucht, konstant meine Zeiten zu fahren und auf seinen Fehler zu warten. Der ist dann auch gekommen. Ja, und dann nach seinem Dreher habe ich eigentlich gesehen, dass nach vorne hin nichts geht.
dritter Platz war abgesichert und bin ich dann nach Hause gefahren. Bin aber überglücklich, hätte ich nicht gerechnet. Ja, war natürlich ein super Ergebnis, nachdem es, glaube ich, im Honda in Sao Paulo nur irgendwie zum Top-10-Ergebnis gereicht hat. Warst du 9., 10. irgendwie so um den Dreh, glaube ich? Genau, ja. Du warst 10. Ja, denke ich mal auch. Super Ergebnis, womit, denke ich mal, auch du zufrieden bist, so wie die SRD. Und ja, Glückwunsch nochmal dazu. Vielleicht auch nochmal ein kleiner Ausblick von dir. Wie schaut es denn aus? Wie schätzt du dich im nächsten Rennen ein? Ja, ich hoffe, also ich glaube, die zwei Rennen waren tolle Events und ich hoffe auf mehr Anmeldungen, auch bei SAD für das nächste Rennen und würde mich gerne nur als Ersatz aufstellen fürs Rennen, weil es ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders ist, dass die Admins da gegeneinander fahren. Aber wenn es dazu kommen sollte, mit dem Megane komme ich auch ganz gut klar, ja. Kommen wir jetzt nun zum besten RLC-Fahrer. Und das ist Kim Strohmann. Ja, Kim, das Rennen war, glaube ich, noch aufregender als dein Rennen im letzten Jahr im Honda. Du hattest, glaube ich, einige heiße Fights, auch zwei Kollisionen dabei, zumindest zwei, die wir gesehen haben. Ich glaube, die eine Sache war mit einem Überrundeten. Warst du das? Das warst du, genau, das warst du. Und ja. Dann die zweite Geschichte noch mit Jochen Bendermacher. Erzähl uns mal das Rennen aus deiner Sicht. Es lief eigentlich so, wie ich es erwartet habe. Ich hatte es ja beim nach dem Rennen in Lager angekündigt, dass wir mit diesen mit den Open Wheeler nicht so ganz zurechtkommen. Und mit diesem lebendigen Heck dieses Skippies wusste ich, dass das mit Position halten auf 5, glaube ich, wo ich war, sehr schwer fällt. Dementsprechend habe ich die ersten paar Runden auch immer die letzte Kurve nicht erwischt und bin da halt immer auf dem Curb gefahren, statt auf der Strecke. Und wie du schon angesprochen hast, es gab halt so ein, zwei Szenen im Rennen, die ich auch, ich sag mal, gern vermieden hätte, die waren jetzt aber leider da und ansonsten war es auch wieder mal recht unspektakulär eigentlich. Ich hatte halt auch noch dann anscheinend abseits der Kameras so ein, zwei Drifts, die ich dann mit viel Schweißvergießen noch irgendwie eingefangen habe, aber sonst war eigentlich, ja, es war auf alle Fälle spannender als Interlagos. Aber ist noch Luft nach oben, sagen wir so. Ja, dann hast du ja noch die Chance am 16. Dich im Tourenwagen, ich glaube, das ist ein Tourenwagen, der Megane, unter Beweis zu stellen. Ich denke mal, dass du mit dem Gesamtergebnis von LLC bei diesem Rennen nicht so zufrieden sein kannst. Gehe ich mal von aus. Muss ich gerade mal ehrlich sagen, das habe ich so gar nicht auf dem Schirm, wer noch wo überall angekommen ist. Ich war nur froh, dass das Rennen vorüber war irgendwann. Ja, du bist auf jeden Fall bester LLC-Fahrer auf der, lass mich nicht lügen, 7. Position. Du bist dahinter Gunnar Miesen ins Ziel gekommen, wenn ich mich recht entsinne, war das 7. auf jeden Fall bester LLC-Fahrer. Na gut, im Megane, wie schätzt du dich da ein? Von der Tendenz her deutlich besser als im Honda und im Skippy. Aber ja, mal schauen, wie sich das denn jetzt mit einer Vorbereitung auf ein richtiges Rennen herausstellt, statt halt die paar Runden, die man so zum Spaß mal gefahren ist. Den Skippy fand ich, also hatte ich in Erinnerung noch als recht gut oder einfach zu fahren, aber jetzt so mit Renntrim ist das auch die Kategorie geworden, nett zu fahren, aber bloß nicht im Rennen. Der Megane selber habe ich auch noch als gute Erinnerung, also bin ich auch, glaube ich, gerne gefahren, aber ja, mal schauen, wie sich das dann rausstellt. Ja, dann freuen wir uns aufs nächste Rennen. Wir haben jetzt noch einen Interviewgast, nämlich überraschenderweise dann doch der beste P1-Fahrer, überraschenderweise deswegen. Er war lange Zeit vorne und auch bester P1-Fahrer beim letzten Rennen in Sao Paulo. Da ist er nämlich 7. geworden. Dieses Mal sah es auch nach einem Top-10-Ergebnis aus. Aber dann, Jochen, was ist denn dann passiert? Er ist überhaupt gar nicht da und ich erzähle hier. Jochen Bendermacher, bitte zur Information. Jochen Bendermacher, bitte. Wo ist er hin?
Weg ist er. Naja, auf jeden Fall Jochen, derjenige, der leider die Kollision mit Kim Strohmann hatte und dementsprechend noch ein paar Plätze verloren hat. Wie gesagt, unglückliche Geschichte. Wir haben es ja besprochen und letztendlich dann nach dem Ausfall von Tobias Marz bester P1-Fahrer. Anscheinend ist er gerade irgendwie am Kühlschrank oder auf Klo. Auf jeden Fall Chance vertan, jetzt hier ein Interview abzugeben. Ja, bleibt uns eigentlich nur zu sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen, beim Zuschauen, hattet, ja, wurdet gut unterhalten. Also wir fanden es auf jeden Fall ein sehr actionreiches Rennen, noch mehr los gewesen als im Honda NSX. Und ich freue mich persönlich aufs nächste Rennen, was ausgetragen wird von p1gaming.de, nachdem es ja heute SRD war. Und beim ersten Rennen, war es die VR oder die LLC? Lasst mich nicht lügen, wer war es? Wir hatten das erste Rennen ausgetragen. Die VR, genau. Haben wir jetzt noch P1 im dritten und dann natürlich noch im vierten Rennen die RLC. Das, wie gesagt, dann das nächste Rennen im Megan. Wer mich kennt, der weiß, dass ich mich irre drauf freue, weil so Tourenwagenmäßig ist genau mein Ding zum Zuschauen. Freue ich mich tierisch drauf und ja, ich hoffe die Fahrer auch. Ich hoffe natürlich auch alle Zuschauer. Jetzt im Anschluss könnt ihr das Rennen hoffentlich dann auf Hitbox sehen und nicht warten, bis das Ganze erst bei YouTube hochgeladen wurde. Das hat beim letzten Mal irgendwie nicht geklappt. Hat ja auch zum Glück keine Lecks mehr großartig während des Rennens gegeben. Auch wenn wir da am Anfang ein paar Probleme hatten im Quali. Ich denke mal, dass wir auch hier auf Hitbox in unserem Stream nur das Rennen hochladen werden, weil alles andere keinen Sinn macht, hochzuladen. Ich denke mal, das Interview und alles drum und dran wird man dann später bei YouTube sehen können. Ja, ansonsten wünsche ich allen Fahrern noch einen schönen Abend, noch ein schönes Wochenende. Das gleiche natürlich wünsche ich auch unseren Zuschauern, dass ihr beim nächsten Mal natürlich auch wieder dabei seid. Und ja, auch ein herzliches Dankeschön an Markus. Ja, das Dankeschön kann ich nur zurückgeben und 16.01. sehen wir uns wieder. Also in diesem Sinne, schönen Abend und tschüss und bye bye.